die erste Anekdote von meines eigenen Lebens, also auch wie ich Dirigent geworden bin. Und zwar, ich war da zu Hause, relativ jung, sage ich mal, 7 oder 8 Jahre alt. Und da habe ich immer so getan, als ob ich ein Orchester dirigiere. Das, glaube ich, haben viele Kinder irgendwann mal gemacht. Ich habe dann ja auch in meinem Wohnzimmer zu Hause in Kolumbien, in Medellin gemacht. Und das erzähle ich vor allem, weil das Stück, was ich immer dirigiert habe, war Mozarts Eine kleine Nachtmusik. Und das ist ja kein Wunder in sich, das kennt ja jeder. Sogar in Kolumbien ist auch sehr berühmt und jeder kennt und jeder kann das auch irgendwie nachsingen. Muss ich für unsere Schande in Kolumbien noch dazu sagen, es gab eine Werbung im Fernsehen, aber ganz, ganz banale Werbung, also wie ganz dumme Werbung, aber es war die Melodie von der kleinen Nachtmusik. Auf jeden Fall, jeder kennt die kleine Nachtmusik und so habe ich dann am Anfang das sozusagen so getan. Nicht diese Pro. Ja, ich glaube, so ungefähr. Für die Zähne. Für die Zähne, genau. Eine Zahnpaste, ja. Genau. Ja, ich habe das auch genau, eine Zahnpaste. Die war sozusagen Lateinamerika. Ja. Bekannt. Und dann habe ich das dirigiert und ob das jetzt mit dieser Verbindung zu Mozart direkt zu tun hat oder nicht, das kann ich jetzt natürlich nicht so genau wissen, aber was ich weiß ist, dass schon damals habe ich sozusagen die klassische Musik auch sogar als Dirigent durch und dank Mozart irgendwie kennenlernen dürfen. Und das war der zweite Teil der Anekdote ist natürlich, dass meine Mutter mich gesehen hat und ich erzähle es immer so, also man hat als kleines Kind, und ich bin ein Einzelkind, also ich habe keine Geschwister, und da erfindet man auch irgendwie so einen imaginären Freund. Nur meine Mutter war besorgt, weil ich nicht nur eine, sondern gleich ein Orchester. Und dann hat sie tatsächlich gesagt, ups, ist da irgendwas da Schlechtes im Kopf irgendwie, also wird er verrückt oder so. Und die ist sogar zum Schulpsychologen gegangen und hat gefragt, ja, ich mache mir Sorgen, mein Sohn hat gleich ein Orchester sich vorgestellt und er spricht auch mit denen und so. Und dann die Psychologin hat zu meiner Mutter gesagt, ja, wissen Sie, es gibt nur 2 Optionen. Entweder wird er tatsächlich verrückt oder er wird irgendwas können damit, also er wird irgendwas werden. Und ich glaube, es ist irgendwie eine Mischung aus beides geworden. Ein bisschen verrückt, weil sonst würde man sowas nicht tun, ehrlich gesagt. Mein erster Lehrer hat mir gesagt, weißt du, Rolando, um Opernsänger zu werden, man braucht nicht verrückt zu sein, aber es hilft. Also, ob das mit Mozart zu tun hat, ich glaube, das hat irgendwie angefangen dort. Sicher, hat mit Mozart und das glaube ich, diese Melodien sind überall und die sind genommen natürlich. Genau. Geige spielst du du hast angefangen mit Geige zu spielen. Genau. Du hast gesagt 7 oder 8 mit deine Phantomorchester. Ja, genau. du spielst schon Ja, Geige. Genau, ich habe auch Geige studiert, also in Musik, so eine Art Musik. Schule, Musik, ja. Gymnasium. Okay. Mhm. Und da habe ich auch im Orchester gespielt. Und da kommt eigentlich der tatsächliche Moment, wo ich dann dirigieren durfte oder musste. Und zwar, 15 ich habe. Jahre genau, alt da war ich 14, 15 Jahre auswendig gelernt. Dein erster Unterricht wirklich. No? Ich habe zum ersten Mal so richtig dirigiert, also, und sogar ein Konzert, da war ich sage 15, ich weiß nicht, ob es 15 oder 14 war, aber auf jeden Fall so ungefähr. Und das war, weil ich habe ja eben zweite Geige Stimmführer gespielt. Und dann, was schön war, und ich nach wie vor bin ich ganz froh und dankbar, dass ich das gemacht habe, weil, nicht nur, weil es sehr hilfreich ist, wenn ich vor dem Orchester stehe, dann kann ich ein bisschen was sagen, vielleicht der Strich hier, ab, auf und was auch immer, das ist ganz, ganz wichtig. Sie wissen ja, im Orchester hat man vor allem sehr ein großes Streicherapparat, bevor dann die Bläser und so kommen. Also mit sehr vielen Leuten, die Streicherinstrumente spielen, muss man vor allem besprechen. Also auf jeden Fall habe ich dann als Stimmführer zweite Geige immer die Melodie von dem ersten Geigen so rechts von mir gehabt und dann die Begleitung, jetzt so die Bassstimme von den Celli und so. Und ich war irgendwo in der Mitte, in dieser Begleitstimme, das jetzt sehr vereinfacht gesagt. Auf jeden Fall, und ich war dann, habe ich mir das alles irgendwie sehr schnell auswendig gelernt, die Melodien und so, und meine Stimme sowieso. Und dann habe ich angefangen, allem anzuschauen und irgendwie mit der Geige zu dirigieren, sozusagen. Und irgendwann hat die Dirigentin, das war eine Frau, interessanterweise, so für Kolumbien und eine Frau Dirigentin, damals, also heutzutage ist zum Glück auch sehr, sehr normal, was auch schön ist, aber damals sehr ungewohnt und vor allem in Kolumbien. Auf jeden Fall, die Dame sagte, du nervst einfach, das ist einfach so viel, immer so hin und her, so gut, morgen wirst du dann die Probe selber leiten
Und ich glaube, sie hat gedacht, ich werde dann vor Angst dann irgendwie aufhören und nicht mehr, also einfach nur still sein. Und ich war nur im Gegenteil, ich war so froh und so glücklich, dass ich diese Chance gekriegt habe. Und ich habe das offensichtlich einigermaßen nicht so schlecht gemacht, also einigermaßen gut gemacht für einen 15-Jährigen. Also ich habe irgendwie nachgemacht, allem, die ich schon mal gesehen habe. Ich habe sogar einmal so ein bisschen so mit den Fingern, so wie Karajan gemacht und so. Und er hat gesagt, ja, gar nicht so schlecht. Also du dirigierst einfach weiter, jetzt bis Ende diese Produktion und dann kannst du sogar das Konzert dirigieren. Und das war mein erstes Konzert. Das war wir waren zu Gast in einer Schule und es war nur ein Mozart-Divertimento oder so eine Salzburger Sinfonie, wieder Mozart. Ja. Schau einfach, wie das Leben so schön ist. Aber das war tatsächlich sozusagen mein Beginn als Dirigent.